Darlegung der Argumente ein einstimmiger Beschluss beider Resolutionen herausgekommen, was natürlich auch sehr wichtig ist, dass die Landesregierung in Kärnten hiermit mit einer Stimme einen Auftrag in Richtung Wien losgeschickt hat. Die Landesregierung fordert daher die Bundesregierung auf, das Tierschutzgesetz im Sinne des Tierschutzes so zu ändern, dass rituelle Schlachtungen ohne vorausgehende Betäubung der Schlachttiere grundsätzlich verboten werden. Ich habe hier damit natürlich auch insofern eine Freude, da hier das Thema voll aufgemacht wird, ja, und wir eine große Diskussionsnotwendigkeit und Umsetzungsnotwendigkeit hoffentlich auch auf Bundesebene für diesen Vorstoß finden werden, denn es kommt ja dann nicht von ungefähr, wenn alle Parteien, die in einer Landesregierung vertreten sind, diesen Weg gehen wollen und hier ein klares Bekenntnis zu einem Schächtverbot ablegen. Ein zweiter Punkt, der heute sehr interessant ist und den ich ansprechen möchte, ist eine parteipolitisch motivierte Beruhigungsmaßnahme von Seiten des Landeshauptmanns in Richtung Landesrat Holub, indem er ihm aus den Bereichen Bildung und Sport 1 Million Euro für Verkehrsmaßnahmen zur Verfügung stellt. Denn wir erinnern uns, dass sich die österreichischen Bundesbahnen aus der eigenen Verantwortung in den Tälern im Gailtal sowie im Rosental verabschiedet haben und nunmehr offenbar der Steuerzahler zum Handkuss kommen soll, um deren Verantwortung auch zu tragen. Denn 1 Million Euro beispielsweise auch aus dem Breiten- und Gesundheitssport herauszuziehen, was die Sportanrichtungen betrifft, sogar alpine Vereinigungen hin zu den Schulen gehen, Sonderschulen, Berufsschulen, Kärntner Tourismusschulen, Schulen ans Netz. Also viele Maßnahmen, wo seitens Landeshauptmann und Bildungsreferenten, Sportreferenten Peter Kaiser hier an Holub transferiert worden, damit er handeln könne. Gleichzeitig hat man darauf vergessen, den Bus nach Laibach einzustellen. Ja. Und der Laibach-Bus darf weiter, so wie bekannt, zwischen Klagenfurt und Laibach mit dem Flughafen pendeln. Auf der anderen Seite hat man mir aber heute auch nicht nachdrücklich versichern können, dass es bereits aktive Konzepte gibt, um die Takte zwischen Bezirkshauptstädte und dem Flughafen Klagenfurt zu verbessern. Ich habe noch einen dritten Punkt, der meines Erachtens sehr wichtig scheint, was hier heute wiederum zu einer Eigentumsbeschränkung durch Landesrat Holub und insbesondere auch durch das Regierungskollegium gekommen ist, was die Natura 2000 Gebiete betrifft, nämlich Natura 2000 Gebiet Leonstein. Dieses ist an die Europäische Kommission durch Regierungsbeschluss von SPÖ, ÖVP und Grünen gemeldet worden. Und ich bin nach wie vor ein Verfechter des Zugangs, dass diese Eigentumsbeschränkungen am Rücken unserer Bevölkerung nicht nur politisch ein Wahnsinn sind, sondern auch Unrecht verbriefen. Denn es gibt hier EU-rechtliche Vorgaben, dass Schutzstandards, die aus neuen zur Europäischen Union dazukommenden Mitgliedstaaten herführen, nicht zu notwendigen Schutzstandards in den bestehenden EU-Staaten führen dürfen. Ja? Heißt, der Illyrische Buchenwald, der angeblich jetzt in Leonstein oder in diesem Gebiet geschützt werden soll, ist durch neue EU-Mitgliedstaaten in Süden- und Südosteuropa dazu gekommen. Und das hätte niemals dazu führen dürfen, dass deswegen Eigentumsbeschränkungen österreichweit, aber insbesondere in Kärnten, bei unseren Bürgern stattfinden, weil es kein Argument ist, aufgrund dieser EU-rechtlichen Vorgaben diesen Illyrischen Buchenwald zu schützen. Ja, deswegen kann auch das kein Grund für ein Natura 2000 Gebiet sein. Ja, ich habe da auch klar dagegen gestimmt, insbesondere deswegen, da meine Informationen auch waren, dass sowohl die Gemeinde als auch der Grundeigentümer dagegen sind, ja, klar dagegen sind, und auf meine Nachfrage, ob das so ist oder ob das so sei, wurde mir auch noch von Landesrat Holub bestätigt, ja, er hat gerade noch vor kurzem mit Gemeindevertretern, aber auch mit dem Grundeigentümer geredet und sie wären dafür. Meine aktuelle Abklärung von vor 5 Minuten besagt, der Grundeigentümer ist dagegen. Ja. Somit wurde mir auch und dem ganzen Regierungskollegium im Zuge der Regierungssitzung nicht die Wahrheit gesagt. Ja.